Hallöchen! Hallo, Leute? Könnt ihr mich hören? Ja, hier, Papa Schlumpf. Hast du schon Gargamels Haus erreicht? Ja, aber hier draußen ist es stockfinster. Ich kann kaum etwas schlumpfen. Das hilft dir vielleicht dabei, unbemerkt hineinzugelangen. Ich weiß, dass Schleichen nicht deine größte Stärke ist, Hefty, aber versuch dieses eine Mal diskret vorzugehen. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Ich werde so leise sein wie die Mücke Biz. Alle hopp! Yippie! Heiliger Strohkopf, es ist Gargamel. Hoffentlich sieht er mich nicht. Was führt er diesmal im Schilde? Jetzt noch ein wenig Nachtschatten und ein klitzekleines bisschen Rizin. Damit wird die Blattpest gedeihen. Die Alraune nicht zu vergessen. Azrael, ich finde den Nieswurz nicht, den ich im Sumpf gepflückt habe. Hoffentlich hast du ihn nicht weggenascht, als ich nicht hingesehen habe, du miese Flohschleuder. Nieswurz? Aus dem Sumpf? Schlumpfine meinte doch, er hätte dort irgendetwas gesammelt. Alle hopp! Das Teil mache ich im Handumdrehen kaputt. Sonst will ich nicht mehr Hefty heißen. Hopp, hopp, hopp. Was war das für ein Krach? Warst du das, Azrael? Oh, Schlumpf, er muss mich gehört haben. Zum Glück bin ich gut versteckt. Was hast du diesmal kaputt gemacht, du Schwachkopf? Geräusch kenne ich. Das muss wieder eine dieser räudigen Ratten sein. Alle hopp!
Und hopp! Hopp, hopp, hopp! Gargamels Zauberbuch. Daraus muss er gelernt haben, die Blattpest zu schlumpfen. Gargamels Zauberbuch. Daraus muss er gelernt haben, die Blattpest zu schlumpfen. Du bist ein großer Angsthase, Gargamel. Fürchtest du dich wirklich vor einer klitzekleinen Ratte? Sie hat mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Klappe, ihr blauen Quälgeister. Wenn ich erst mit dieser Ratte fertig bin, seid ihr dran. Schlümpfe? Ja, zweifellos. Yippie! Alle hopp! Hopp, hopp! Und hopp! Ja! Alle hopp! Hopp, hopp, hopp! Das kann ich ja nicht glauben. Hefty, was machst du denn hier? Bist du gekommen, um uns zu retten? Genau. Hat Gargamel euch gefangen genommen, nachdem ihr in die Pestfallen geraten seid? Ich habe das Gefühl, er will uns schlumpfen. Aber du kannst uns später befreien. Zuerst musst du das Zauberbuch vernichten. Gargamel hat eine neue Formel gefunden, um die Macht der Blattpest zu verstärken. Er ist mit verschiedenen Zutaten aus dem Sumpf zurückgekehrt. Darum also war er im Sumpf. Kein Zauberbuch mehr, das heißt keine Formel mehr. Dann war es das mit der Blattpest. Du musst es loswerden. Wie ich es mir gedacht habe. Ich muss in das Zimmer mit dem Zauberbuch schleichen, ohne dass Gargamel mich sieht. Da drüben, hoch oben, ist ein Mauseloch. Du musst in die Nähe des Zauberbuchs gelangen, ohne gesehen zu werden. Na schön. Ich versuche, da entlang zu schlumpfen. Ich befreie euch später. Bei meiner Kraft wird das ein Kinderspiel. Das Mäuseloch ist gleich da oben. Los geht's! Alle hopp! Und hopp! Alle hopp! Die elende Ratte ist durch das Loch entwischt. Hallo, Papa Schlumpf. Ich habe einige der gefangenen Schlümpfe gefunden. Das sind großartige Nachrichten. Konntest du sie schon befreien? Nein, noch nicht. Ich muss zuerst Gargamels Zauberbuch zerstören. Er hat ein neues Rezept entwickelt, das die Blattpest noch stärker macht. Wenn das so ist, dann halt ihn auf, bevor alles außer Kontrolle gerät. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Ich schlumpfe alles unter Kontrolle. Oh, fantastisch! Top! Hop, hop, hop!
alle, hopp! Hopp, hopp, hopp! Und hopp! Hopp, hopp, hopp! Gut, diese miese Ratte suche ich später. Wo habe ich bloß meine Alraunenwurzeln hingetan? Das Älterwerden ist kein Spaß. Das kannst du mir glauben, Azrael. Alle hopp! Einzig Unangenehme an dieser Hütte ist der Besitzer. Ich sollte ihr mal einen Besuch abschlumpfen, wenn er gerade nicht da ist. Ich sehe dich, du kleine Ratte. Dich mache ich fertig. Lass mich bloß kurz mein Netz holen. Da ist schon wieder dieser Trottel Gargamel. Hat er denn nichts Besseres zu schlumpfen, als mich zu jagen? Ich bin so durchtrainiert, der erwischt mich nie. Hop, hop! Woohoo!
wirst du nie schlumpfen, Gargamel. Na, Achtung, hinter dir! Wie ein Elefant im Porzellanladen. Noch ein Wort, dann verarbeite ich dich zu Katzenfutter. Schon. Nur noch ein klitzekleines Stück. Es kann nicht mehr weit sein. Das gesamte Dorf verlässt sich auf mich. Ich darf nicht aufgeben. Sie schlumpfen einfach überall auf. Schlumpft das hier. Der schreckliche Gestank muss aus Gargamels Kessel kommen. Zufälligerweise ist sein altes Zauberbuch direkt darüber. Gleich bin ich da. Ich will dir was schlumpfen. Gargamel, in der Küche plätschert es. Ist da was undicht? Stör mich nicht. Ich muss diese Ratte fangen. Ja! Ich habe die Nase voll von diesem Ungeziefer. Wozu braucht man eine Katze, wenn sie nicht jagen will? Alle hopp! Hopp, hopp, hopp! Und hopp! Alle hopp! Ah, super! Da ist das Zauberbuch. Da ist das garstige Zauberbuch. Na, es ist von der Verseuchung überdeckt. Eine kleine Salve vom Schlumpfisator müsste es zerstören. Bah, wo kommst du denn her, du kleine Ratte? Das hast du dir wohl so gedacht. Heiliger Schlumpf, schnell! Ich muss das heilen und dann fix hier rausschlumpfen.
hast mein schönes Zauberbuch zerstört, du blöder blauer Kobold. Das habe ich genau gesehen. Diesmal entkommst du mir nicht, du lästiges blaues Ungeziefer. Alle hopp! Und hopp! Top! Dich hol ich mir! Wart's nur ab! Los, lauf schon. Mit den winzigen Beinchen kommst du nicht weit. Oh nein, das könnte ein böses Ende nehmen. Ich muss weiterrennen. Alle hopp! Großartig! Ma, ich habe dich ins Loch schlüpfen sehen. Mir entkommst du nicht. Hefti, wir sind ja drüben. Komm und hilf uns, Hefti. Schnell, Hefti, du musst uns freischlumpfen. Brich das Schloss auf, ehe Gargamel dich findet. Gern einen möglichst hochgelegenen Ort und versuch es mit dem Schlumpfklatscher. Dann müsste es zerbrechen. Alles klar, ich beeile mich. Aua! Autsch!
weiter, Hefti. Du schaffst das. Psst, sonst hört Gargamel. Jetzt musst du den Stöpsel schlumpfen. Oh, danke, Hefti. Ich dachte schon, wir kämen nie mehr aus diesem Käfig raus. Endlich frei! Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht gern zu lange eingesperrt. Ja, Gargamel hat unseren Käfig so sehr durch die Gegend geschleppt, dass mir dabei ganz schlecht geworden ist. Oh, übrigens, hast du die anderen Schlümpfe schon befreien können? Nein, noch nicht. Aber keine Sorge, ich bin schon unterwegs. Hopp, hopp, hopp! Verflixte Schlumpf hat die anderen befreit. Alle hopp! Hopp, hopp, hopp! Wow, Gargamel hat echt eine Menge Zutaten angehäuft. Da drüben, die Blume sieht aus wie der Nieswurz, den Papa Schlumpf gepflückt hat. Alle hopp! Und hopp! Alle hopp! Wow, Gargamel hat echt eine Menge Zutaten angehäuft. Da drüben, die Blume sieht aus wie der Nieswurz, den Papa Schlumpf gepflückt hat. Und hopp! Au! Was in aller... Autsch! Au! Verflixte Wurzeln! Aua! Hey, pass auf, wo du hintrittst! Alle hopp! Und hopp! Hopp, hopp, hopp!
Na, ihr kleinen Ungeheuer, dachtet ihr wirklich, euer kleiner Freund würde euch retten? Dazu muss er euch erst mal finden. Und hopp! Hopp, hopp, hopp! Ja. Alle hopp! Hopp, hopp, hopp! Und hopp! Alle hopp! Seht nur, unser Retter ist zurückgekehrt. Helft ihr hier drüben? Oh, mein Retter in der Not. Er rette mich aus Gargamels Fängen. Schade, dass Schlumpfine nicht hier ist. Dann hättest du sie retten können. Soll ich dich küssen? Das ist nicht lustig. Und sei leise. Danke, Hefti. Endlich frei. Dank dir. Wir können gehen. Wir können gehen. Das ist ja so schlumpfig. Na schön. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss immer noch die Blattpest heilen. Sie ist auf dem Dachboden. Gargamel hört gar nicht mehr auf, davon zu reden. Auf dem Dachboden? Wo ist denn dieser Dachboden? Ich glaube, er ist oben. Ja, denn ein Dachboden unten heißt Keller. Jetzt ist nicht der richtige Moment zum Herumschlumpfen. Wo ist der Eingang zum Dachboden? Ach, den kannst du gar nicht verschlumpfen. Der ist da, wo die meiste Verseuchung ist. Immer geradeaus. Na schön, ich muss los. Viel Glück. Alle hopp, 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 hopp. Hallo Leute, ich habe den letzten Schlumpf befreit. Ihr könnt den Storch schicken, um ihn abzuholen. Er ist draußen. Bist du sicher, dass Gargamel ihm nicht die Flügel schlumpft, wenn er ihn entdeckt? Der wird zu beschäftigt damit sein, mich zu suchen. Er wird nicht sehen, dass von oben kommt. Ich muss los. Ich mache mich auf den Weg zum Unterschlupf der Blattpest. Sei vorsichtig, Hefti. Die Blattpest ist immer noch sehr stark. Und hopp! Endlich mit dem Herumgesprenge auf! Oha, so viel Verseuchung habe ich noch nie gesehen. Das muss der Dachbodeneingang sein. Los!